Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist Sonntagabend 21:04 am 5.5. Ja, die 93er, das ist eine Organisation in Hannover, die möchte gerne mit mir reden. Das hatte sie mir vor 2 Stunden geschrieben. Ich bin aber mit Kollegen ein bisschen in ETS LKW gefahren, sodass ich es nicht mitbekommen habe. Ah, schauen wir mal. Ja. Wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt schön Fernsehen gucken, aber mal schauen. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal schnell meinen Audi reparieren lassen, wenn der ADAC denn da ist. Ja, weil mein Audi ist irgendwie kaputt gegangen. Keine Ahnung warum. Ich hatte sie offiziell eingeparkt. Okay. So ist das nun mal. So, jetzt tappe ich noch einmal raus. Warte, bis die Musik vorbei ist. Und dann sind wir quasi auch schon auf dem Server. Channel switched. So. Könntet ihr eventuell kurz zur Seite fahren? Hi! Hi. Ich wollte gerade mein Auto auspacken. Ja, Moin. wir haben ein Date. Ja, ich hab's mitbekommen. Hab ich mitbekommen. Und zwar geht's um Folgendes. Uns wurde zugetragen, dass sie jetzt schon mehrmals mit uns gedroht haben. Ob es beim ADAC, ob es bei den Bullen, ob es bei der Feuerwehr oder was auch immer ist. Die Zusammenarbeit ist hiermit beendet. Das bedeutet, sie bekommen keinen Schutz mehr von uns. Jo, okay. Gut. Sollten wir jetzt noch einmal zu Ohren bekommen, dass sie mit uns drohen, werden wir andere Saiten aufziehen. Okay. Das ist die erste und die letzte Warnung. Okay. Alles klar. Gut. Schönen Abend noch. Ciao. Hi. Na? Weißt du, was ich meine? Oh, ich störe gerade. Okay, ich gehe zur Seite. Meine Taschenlampe? Das ist der Sauerstein. Oh, der Alter, der ist Blut, Alter. Ja, okay. Nee, der ist aber. Wie Ja, heißen doch. Sie hier? Sauerstein. Alles gut. Sauerstein. Sie haben sich aber verändert.
Ja. Kurze Frage an die beiden anderen Kollegen. Wann führen wir das Gespräch vor? Weil jetzt kann ich offen mit Ihnen reden. Welches Gespräch? Na, heute Mittag hatten wir ein einstündiges Gespräch, wo Ach, wir bei der Pol, das ist das Gespräch mit der Pol, wo man das mit der, wo ich bei der Pol war, gestern laut langweilig, weil ich da an diesem Dienst war, war mit der Pol unterwegs, da hat mal da welchen Gespräch mit Sauerstein da, war gab es ein Missverständnis, sage ich jetzt mal, von Zeiten Sauerstein und Krankenhaus. Aber es versucht zu klären. Ich verstehe. Aber im Prinzip haben wir dann nachher noch den einen Kollegen so ein bisschen hops genommen. Der hat das ja auch noch echt ernst genommen, ey. Wie gesagt, jemand versucht hier den, wie Ja, heißt denn jetzt wieder? genau den. Leonardo Grüschel versucht hier jemand abzustechen, aber Spart hat Enden so gemeint, folgt der Sauerstein. Ja, dann bin ich nach draußen gegangen, da kam der Kollege, hab erstmal gesagt, da im Keller müssen wir mal gucken, da liegt einer. Bin erstmal stiften gegangen, der erstmal hinterher, ganz panisch. Ja. Das heißt, ich würde nochmal nächste Tage nochmal vorsprechen, wegen dem Fall. Oh, bist bei der Pol, ja. Bist nächste bei der Pol. Achso, stimmt. Ich wollte So gerade sieht's sagen, aus. ich verwechsel euch immer, aber ist okay. Alles gut. Wie viele Mitarbeiter sind aktuell da? Weil. Bei der Pol sind aktuell Nein, zweiter. nein, ich meine hier vom ADC. Glaub drei. Zwei, zwei. Okay. Das heißt, es dürfte eigentlich recht zügig gehen heute, oder? Weil. Oh. Ich glaube, das kann dauern. Angel trägt schon wieder Leute. Ah ja, wie immer halt. Was denn? Mit der Hand. Wir laufen auch im Kreis. Hallo. Ah, Herr Sauerstein. Wenn Sie da drin mit Leute tragen fertig sind, können Sie draußen kommen, ein Auto reparieren? Was mit Leute tragen fertig Ja, sind? Angel hat gerade jemanden auf dem Arm gehabt. Sah zumindest danach Ja, aus. wir Ich kommen. stehe vor der Tür. Ja, wir kommen raus. Bis gleich, ciao. Gut, sie kommen direkt raus. Ich glaube, ich hab. Ach, schön. Ich liebe das. Kann ich das Auto ja schon mal aufmachen? So schlimm. Ja. Ja. Ich hätte es gut gefunden, hätte es heute Mittag eine Lösung gegeben. So stehe ich jetzt zwischen zwei Stühlen. Ich weiß. Ja, das war auf einmal, waren sie alle weg. Ganz komisch. Aber okay. Ich habe mich erstmal damit genug, also musste ich erstmal akzeptieren. Weil, ja. Ich werde gleich nochmal runterfahren. Und mal gucken. Andere Sache, ihr seid ja vom Zoll. Ich spreche gleich. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Okay, danke, Auto ist offen. Guten Tag. Hi. Servus. So, nochmal zu Ihnen drei. Ich habe jetzt dreimal hintereinander mehrmals Geld bekommen. Einfach so. Ist das Geldwäscherei oder ist das, muss ich das annehmen? Oder kann ich das annehmen? Wie viel Sie haben Sie fragen denn was? bekommen? Einmal 500.000, einmal 1,6 Millionen, einmal 400.000. Achso. Ist es Schwarzgeld oder normales Ne, Geld? ist normales Geld. Von wem haben Sie das bekommen? Keine Ahnung, ich war im Goldsammeln, die kommen immer zu mir hingefahren, geben mir das Geld, hauen wieder ab. Fragen Sie mich nicht. Aha, also prinzipiell würde ich mich darüber freuen. Ja, ne? Ja, aber so. Also ich meine, wenn Sie so viel Geld haben, Sie können uns gerne ein bisschen was abgeben, aber. Na, also prinzipiell ist das okay. Okay, gut. Also Zwar sehr schwarz. komisch, aber Okay. ist okay. Ich glaube, der hat einen Reifen verloren, das Auto, oder? Der Motor ist hin. Braucht jemand Reifen? Nee, ich brauche eine Braucht Reparatur jemand an meinem Reifen? Audi. Ist das Reifen verloren oder was? Komm, ist man. Braucht jemand Reifen? Kann man euch helfen? Nö. Okay. Ja, ich glaube, das passt nicht. Ja, soll. Was ist das für ein Auto? Geil. Ja. Ja. Wie löscht man Telefonnummern? Wir müssen aber aufbrechen.
Einer. Ja? Ja, ist normal, ich muss auch noch kurz einparken gehen, deswegen. Gleich wieder. Moin, hier ist der Sauerstein nochmal. Es geht um den Fall heute Mittag. Ist schwierig heute Abend? Lea, was ist los? Nee, es geht um den Fall heute Mittag. Da hatten wir ein gemeinsames Gespräch. Ja. Und ja, da kam es ja zu keinem Endergebnis, oder? Also meiner Seite. Ja, habe ich immer noch keinen. Okay, gut. Dann, gut. Wenn ihr was habt, dann gebe ich ihm Bescheid. Okay, wunderbar, danke, ciao. Bis dann, tschüss. Okay. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir jetzt machen. Ich sag mal so, ich habe jetzt 800.000 verloren. Aber gut. Das ist jetzt so. Ja. Jetzt gucken wir nochmal eben nach. Spring rein. Ich musste mal erzählen. Na, da komme ich gerade her, aber ist okay. Spring nicht hoch. Dankeschön. Ich wollte mich gerade umbringen fahren. Ist eben mein letztes. Ich wollte mich gerade umbringen. Warum das denn? Ach, ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Leben. Man wird nur verarscht hier in Hannover. Gar nicht. Ach doch. Kann ich so nicht bezeugen. Ich schon. Aber sie haben doch ein recht schickes Auto. Na, das Auto ist zwar schick, aber das Leben ist nichts mehr wert. Ja, das Leben ist immer was wert. So, bitte. Danke. Ciao. Tschüss.
Hallo. Hören Sie mich? Ja. Ich höre Sie, ja. Gut. Information, ich stehe oben auf dem Kran, ich habe keinen Bock mehr zu leben, ich werde in 10 Minuten springen. Ja, das hört sich zu gut an. Ich stecke da mal ein paar Kräfte vorbei, ja? Okay. Was wollen Sie denn nicht oben auf dem Kran haben? Polizei? Ich will eigentlich gar keinen haben. Ich will... Ja, irgendwas muss ich ja machen, da sind mir die Hände gebunden. Ich sag mal so, schicken Sie mir bitte den Herrn Ente vorbei. Alle anderen nicht. Alles klar, ich kümmere mich darum, dass Sie da einmal kommen, ja? 9 Minuten 30. Alles klar, ist auf dem Weg. Danke. Ja, einerseits macht das RP hier echt Spaß, andererseits, ganz ehrlich, was habe ich noch zu verlieren? Ich habe Geld, ich habe keinen Job, im Prinzip, ganz ehrlich, ich werde mir wahrscheinlich jetzt nach diesem Video auch eine kleine Auszeit nehmen, weil ich habe echt, ich weiß nicht, was ich noch hier in Hannover machen soll. Ich habe zwar schicke Autos, ich habe Geld und hier in der Stadt passiert halt nichts mehr, was mich wirklich so, ja. Und ich weiß halt jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich sag mal so, die Aussicht von hier oben ist echt schön. Da oben haben wir das neue Astravi-Schild. Hier haben wir die Skyline. Da hinten haben wir die Riesenbrücke. Ja. Ja. Mir fiel jetzt gerade nichts anderes ein, weil ganz ehrlich, die 800.000 sind mir jetzt erstmal egal, die haben mich ja gerettet und so weiter und so fort. Ja, gut. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe von denen die Nummern quasi gelöscht. Für mich ist jetzt auch erstmal hier für Hannover ein Cut. Ich weiß halt nicht mehr, was ich hier machen soll. RP-technisch habe ich, glaube ich, alles gemacht, was ich machen konnte. Feuerwehr war ich. ADAC habe ich quasi selber gemacht durch mein Autohaus. Ja, ich weiß es halt nicht. Okay, mein Auto steht da unten, sehr schön. Kurze Information, die Feuerwehr ist auch schon alarmiert. Ihr habt noch 5 Minuten, bevor ich mich vom Kran runterstürze. 5 Minuten. An der 733, ne? Nein. Ich werde Ihnen heute keine Adresse nennen. Versuchen Sie mich rauszufinden.
Tschüss. Jo. 5 Minuten. Da unten habe ich doch ein Feuerwehrfahrzeug gesehen. Also mein Auto steht da unten. Ja. Wo ist der hingefahren? Ich eventuell zum Zoll. Okay. Ich mal gucken, ob das RP heute besser läuft als gestern. Weil gestern die Feuerwehr, die hatte ja gar keinen Bock. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Sauerstein, hören Sie mich? Ich höre Sie. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Sie müssen ein bisschen lauter reden. Bitte. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich komme Ihnen nicht da. Ich komme nicht zu lauter hin, okay? Okay. Aber Sie hören mich, ja? Ich höre Sie. Gut. Warum ich jetzt hier umstehe? Ich möchte, dass meine Akte gelöscht wird, worüber wir heute Mittag gesprochen werden. Und dass der Arzt darüber nicht berichtet wird. Sonst habe ich habe noch 2,5 Minuten, dann würde ich springen. Okay, die Feuerwehr ist aber auch auf dem Weg, oder? Ich weiß, ich habe beide alarmiert. Ja, können Sie dann bitte noch warten, bis Sie da sind? 2 Minuten. Ich habe eine Uhr hier laufen. Und wenn Sie in 2 Minuten da sind, springen Sie trotzdem nicht? Ja? Ich springe trotzdem. Auch wenn Sie da sind? Klar. Ich würde ein Sprungtuch da hinlegen, aber das wird auch nicht helfen. Ich habe mich eigentlich schon entschieden. Ich kann die Akte nur löschen. Oder geht's um die Krankenakte? Nee, es geht um die Anzeige. Ach so, ja, die kann ich doch löschen. Richtig, aber dann möchte ich auch, dass das Hausverbot aufgelöst wird. Dass es nie passiert ist. Weil das ist der Grund, warum ich jetzt hier umstehe. Weil ich bin nicht befriedigt, was heute Mittag war. Der Arzt ist ohne was zu sagen einfach gegangen. Polizei, okay, aber ein Arzt, der mich behandeln möchte, womit ich reden möchte, einfach gehen. Nee, nein. Wie gesagt, ich kann das mit dem Krankenhaus, wenn das müssen wir machen, wenn die Berufsfeuerwehr da ist. Lassen Sie bitte die Rettungskräfte erstmal kommen, okay? 30 Sekunden. Bringen Sie dann bitte trotzdem nicht. Das werden Sie mir nicht sagen. Ich werde selber entscheiden, wann ich springe. Kann ich Sie irgendwie davon abhalten? 500.000. 500.000? Ja. Ich habe leider nicht so viel Geld. Gut. Ich habe 486.000. Ja, schlecht. Schlecht für Sie. Würden Sie mir Zeit geben, das Geld zu besorgen? Um jede Minute, die sich das jetzt erhöht, 100.000 mehr. Ist mir auch scheißegal, ob ich heute Abend in den Knast lande. Ich will mindestens heute Abend eine Mille auf meinem Konto sehen. Die habe ich eh schon, aber ist mir egal.
Übrigens, wir sind, die 10 Minuten sind um. Die Feuerwehr ist immer noch nicht da. Die rufen mich gerade an. Lassen Sie mich ganz kurz rangehen, ja? Ja, bitte. Und du, Polizei Hannover? Ich bin erstmal in einem Funkkanal drin, ja? Funkcheck, Berufsfeuerwehr? Ja, Herr Sauer. Mikrofon muted. Ja, Jungs. Ich habe euch gesagt, 10 Minuten habt ihr, sonst springe ich. Also ganz ehrlich, RP in Hannover ist ja echt schön. Aber ich weiß halt nichts mehr damit anzufangen. Ja, ich krieg von allen Seiten Geld zugesteckt. Ja. Und mal schauen, was die jetzt daraus machen. Sag mal so, die hören mich auch gerade nicht. Ich habe mich gestummt. Sollten die da was sagen? Ich höre sie nicht. Ja. Also, ich möchte jetzt auch erstmal Hannover Pause machen. Ganz ehrlich, ja. Ich finde RP hier echt super. ADAC ist super, BF ist super. Ja, wie soll ich da dran gehen? Ich bin bewusstlos.
Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob die mich sehen. Ja, ich liege hier halt hinter dem Container. Ja. Ja, was bringt das, wenn die mich anrufen? Channel switched. Sehr schön. Ihr seht's? Wunderbar. Damit sage ich Ciao mit V, Robin. Tschüss.